So, in dem Video zeige ich dir, wie man eine 30 cm große Vase macht. Hierbei nehme ich Indigo Sommerton aus dem Westerwald. Den schneide ich ungefähr dadurch, wo ich denke, das sind so 3 Kilo. Dann knete ich den Ton und verpacke den anderen Ton, damit er nicht hart wird. Dann zentriere ich und homogenisiere den und dann kommt wieder das Loch setzen. Hierbei stütze ich mich schön ein und nehme das Wasser, damit die Reibung verhindert wird. Dann der Aufbrechgriff, dann mit der Schiene den Boden kletten. Dann kommt der erste Hilfsgriff, der Zanggriff und der Knöchelzug. Die kleine Welle, die wird nach oben geschoben, indem ich ziehe und schiebe gleichzeitig. Das mache ich insgesamt zweimal. Das ist der zweite Knöchelzug. Es kommt der Schienenzug. Hierbei gehe ich von innen nach außen, den Scherben nach oben. Scherben verdünnt und in die Höhe gebracht.